Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zum FIFA 16 Karrieremodus hier beim HSV, der die Abstimmung ja gewonnen hat und wir sind hier direkt in der Mannschaft, gucken uns mal kurz das Team an, misten hier ein bisschen aus, gucken uns an, wie wir die Mannschaft am besten aufstellen und das sieht eigentlich schon gar nicht schlecht aus, nur Katscha würde ich aus der Innenverteidigung nehmen und da dann unseren Spahic, den Anführer der Mannschaft, aufstellen, aber Katscha kann mal auf der Bankplatz nehmen für Droppen, der seine Karriere am Ende der Saison beenden wird. Stieber bringen wir auch mal auf die Bank. Für Gregoritsch. So, dann schauen wir uns den Rest mal an. Das passt eigentlich soweit. Ostrolek nehmen wir mal raus und geben Sakai die Chance, sich zu beweisen. Diaz würde ich auch bevorzugen eigentlich. Wobei Holpi für mich kein Sechser ist. Deswegen bringen wir Holpi raus. Und lassen da Diaz spielen. Lasoga Ilicevic für die Außenbahn müssen wir uns auf jeden Fall noch nach Ersatz umgucken. Aber ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut. Auch von der Aufstellung her, auch von dem Personal, was wir haben. Ich habe schon ein bisschen auf Transferliste gesetzt und sowas und Scouts losgeschickt und so, damit wir das uns sparen oder damit wir uns das sparen können. Und wir gehen jetzt gerade in das Training. Das ist nämlich die große Neuerung. Wir können Spieler trainieren und da fangen wir direkt mal mit Lasoga an. Wir sollen natürlich immer die schwierigen Dinger hier machen. Beim Stürmer nehmen wir Lasoga wieder. Wir sehen hier empfohlen. Wir können natürlich auch Dribbling, Abwehr, Passen, Schuss und Standards aussuchen. Aber das Empfohlene ist eigentlich das Beste. Und dann immer Schwierigkeit schwer auswählen. Das ist eigentlich so das, was den besten Erfolg bringt. Und am besten nimmt man auch nur junge Spieler, die dann wirklich auch noch Entwicklungspotenzial haben und dann braucht man auch keinen Olic mehr da trainieren. Das hat dann eben keinen Sinn. Deswegen passt das eigentlich so bis jetzt. Kleber können wir noch eine Aufgabe geben und vielleicht noch einem Außenverteidiger. Diekmeyer, geben wir auch noch was zu tun. Dann simulieren wir das. Wir können das natürlich auch spielen, aber das wäre schon ziemlich viel zu tun und ziemlich unnötig. Und wir simulieren das. Das wird hier mit amerikanischen Noten benotet. Da war Diekmeyer der Beste mit einer B, also einer 2. Und wir sehen dann eben den Fortschritt. Gregoritsch ist schon kurz von einer 68 und Lasoga kurz von einer 77. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben ein Turnier, die Saisonvorbereitung mit einem European International Cup begonnen. Wir sehen hier unten die Gruppe. HSV, Palermo, Cagliari und Montpellier ist in unserer Gruppe. Und danach kommt direkt Halbfinale und Finale, glaube ich, nach diesem Vorbereitungsturnier. Und in diesem Vorbereitungsturnier hat man die Chance, die Mannschaft zu testen. Und die Mannschaft zu testen und eben, wenn es gut läuft, auch noch Geld mitzubringen. Das ist eigentlich ganz nett. Wir kriegen bei diesem Turnier, das ist jetzt nicht das Beste, eigentlich nur 5, 6 Millionen Euro, aber immerhin etwas. Und ich spiele diese ganzen Spiele jetzt nicht. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir simulieren sie einfach und machen das auch ganz schnell. 3-0 gewinnen wir, Lasoga, Müller und Giroud treffen gegen Cagliari und das ist gut so. Wir schauen uns mal auf dem Transfermarkt um. Schau mal, was wir hier an Stammspielerqualität haben. Wir brauchen hier auf jeden Fall was auf dem Flügel. Immobile, ganz interessant. Ich möchte da jetzt in nächster Zeit auch nicht zu viel Zeit mit dieser Suche hier an Spielern verschwenden. Deswegen werde ich abseits der Kamera einfach mal ein paar Spieler immer suchen und ein paar Angebote abgeben und sowas, sodass die Transfers einfach so ein bisschen nebenher gehen und das dann nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Weil man schon viel Zeit damit verschwendet, einfach nur Spieler zu suchen. Ob man sie dann letztendlich auch kauft, ist dann wieder eine andere Sache. Aber ja, Kurani. Nett. Wir brauchen was auf den Flügeln. Wir haben wirklich richtig wenig Budget. Das ist schon ziemlich krass, was uns da fehlt. Deswegen müssen wir erstmal auf Angebote warten, um Spieler zu verkaufen. Wir können jetzt auch schon wieder Training starten. Das geht einmal in der Woche. Und ist eigentlich ziemlich hilfreich. Vor allem sieht man dann bei den Spielern sehr gut den Fortschritt. Jetzt probieren wir es gerade bei Lasoga ihn irgendwie auf. Der hat schon die Trainings, die er braucht. Nehmen wir hier am besten noch Gregoritsch. Den will ich ja fördern und behalten. Und ihn nicht einfach verleihen. Im Idealfall. Also wir können ihn schon verleihen, aber
Im Idealfall möchte ich ihn eben behalten. So, was nehmen wir da noch? Nehmen wir noch hier Marcos dazu. Der soll auch ein bisschen trainieren und simulieren. Und wir haben schon 5 Minuten rum der ersten Folge. Das war ein ziemlich erfolgreiches Training. Gab jetzt noch nicht so die großen Fortschritte, aber das kommt dann eben mit der Zeit. Und das nächste Spiel gegen Montpellier wartet schon auf uns. Und ich hoffe, es kommen jetzt langsam mal Angebote rein. Hirzel, der will ein bisschen Spielzeit, kann er nicht haben, weil er schlecht ist. Und jetzt Montpellier wartet auf die nächste Niederlage oder die erste Niederlage, die sie von uns bekommen werden. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ekdal kriegt auf jeden Fall schon sehr früh im Spiel eine gelbe Karte. 30 Minuten sind gespielt. Ekdal fliegt vom Platz noch vor der Halbzeit. Sehr schön. Ganz, ganz gut gemacht, Ekdal. Wir sind jetzt zu 10 eine ganze Halbzeit lang. Kleber kommt rein für Spajic und Bakker von Montpellier macht das 1-0. Lasogga verletzt sich noch und Müller macht in der 80. Minute den 1-1 Ausgleich. Also noch ein relativ gutes Spiel dafür, dass es ziemlich bescheiden lief. Und ja. FIFA 16. FIFA 16. Oh mein Gott. Ich nicht ganz auf dem Damm. Ich brauche ein paar Tage Ruhe. Deswegen spielen wir das Spiel einfach mal. Testen die Mannschaft. Und danach sehen wir uns im Folgezeichen. Ja, die Trikots sind einfach so schön. Diese Saison. Aber wir sollten wohl ein Ausweichtrikot nehmen, weil Palermo nicht wirklich die besten Farben zur Auswahl hat. Deswegen nehmen wir jetzt mal Lasogga runter, der will ja nicht spielen. Lassen da mal Olic auf den Platz und bringen Krutnevs noch auf die Bank. Grigoritsch bringen wir auch noch hier Ruff. Und ja, Katscha mal raus, Holpi mal rein. Und dann schauen wir mal, was das erste Spiel so mit sich bringt. Es wird dann wieder laufen wie letztes Jahr bei der FIFA 15 HSV-Karriere. Man sieht einfach Spiel für Spiel und dann eben gegebenenfalls die Transferzeiten. Und ja, das müsste eigentlich so passen. Saisonvorbereitung, Saisonnachbereitung. Ich werde versuchen, in jedem halben Jahr, also nach jeder halben Saison spätestens, die Mannschaft oder den Teambericht zu zeigen. Gott, ich bin gerade voll hängen geblieben. Warum auch immer. Das soll nicht so sein. Ich muss gerade mal kurz ein bisschen leiser machen, deswegen spiele ich gerade den Ball so ein bisschen hinten rum. So, jetzt ist leiser. Jetzt kann es auch schon losgehen. Ich muss zugeben, ich habe mit dem HSV noch nie gespielt in FIFA 16. Das ist das erste Mal, dass wir hier mit der Mannschaft spielen. Das läuft schon sehr gut. Ah, da hätte Olic den Ball gerne bekommen und hätte ihn auch sicherlich gefährlich aufs Tor gebracht. Aber wir machen hier Druck gegen Palermo. Die sind sehr mutig da im eigenen Strafraum. Aber jetzt geht's nach vorne. Und Diaz, sehr schöner Einsatz. Ein bisschen verschätzt. Ihr könnt mir ja dann mal nach diesem Video in die Kommentare schreiben, was ihr von FIFA 16 bisher haltet, wie ihr die Grafik findet, wie ihr das Gameplay findet, wie ihr das Spiel allgemein findet, was ihr nicht so toll findet. Und ja, vielleicht auch, was ich besser machen kann. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Denn ich bin natürlich auch nicht perfekt. Doch bin ich schon, aber das soll niemand wissen. Deswegen sage ich, ich bin nicht perfekt. Und ja. Oh mein Gott, da die erste gute Möglichkeit, die ist direkt im Tor. Die erste gute Möglichkeit von Palermo landet direkt im Netz. Da sehen wir, wie das zustande kam. Über den Flügel, Pass in die Mitte, nochmal abgelegt und der direkte Schuss zentral aufs Tor. Geht direkt rein. Bolzoni macht das 1-0.
und bringt uns in eine ziemlich gefährliche Situation, denn das könnte vielleicht schon das vorzeitige Aus in dem Pokal bedeuten. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen ja sehen, wie Montpellier noch spielt. Das ist ja der direkte Gruppengegner oder der direkte Nachbar, was die Tabellensituation angeht. Jetzt schön gespielt. Müller kam da nicht mehr zum Schuss. Nächster Angriff von Palermo. Schön geklärt. Holpi. Nikolai Müller. Jetzt geht es ein bisschen schneller hier. Holpi wird gesucht, aber von Olic leider nicht gefunden. Ah, diese Pässe zum Torwart immer. Sehr riskant, aber läuft bis jetzt ganz gut für die Italiener. Und ich bin gespannt, wie die Bundesliga-Saison laufen wird. Wir spielen das erste Spiel natürlich gegen die Bayern. Da haben wir gerade den größten Brocken vor uns. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht einen Punkt stibitzen können. Aber ich glaube nicht wirklich dran. Ah, komm nicht wirklich durch. Schön unter Druck gesetzt. Jetzt vielleicht mal die erste Möglichkeit für den HSV. Nö. Nö. Wieder der Pass zum Torwart. Oh, das ging fast in die Hose. Also, sie merken schon, oder ihr merkt schon, es wird langsam gefährlich da hinten. Für uns bieten sich immer mehr Chancen. Vor allem, weil sie eben oft den Pass zum Torwart suchen und das bislang auch ganz gut geklappt hat. Nur eben der letzte Pass eben war ein bisschen, naja, nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Aber es hat immer noch geklappt. Zweiter Schuss. Adler diesmal sicher. Wir sind schon kurz vor der Pause. Konnte noch nicht wirklich gefährlich werden, da der Trikotzug bringt einen Freistoß. Einen ziemlich gefährlichen vielleicht sogar. Vasquez bringt den Ball nicht mehr aufs Tor. Das dürfte es eigentlich auch schon wieder gewesen sein von dieser Halbzeit. Oder kriegen wir noch eine Chance? Ne, wir kriegen keine mehr. Jetzt müssen wir auf jeden Fall was ändern. Denn Montpellier führt. Das ist auf jeden Fall noch... Ist das gut? Ich weiß es nicht. Wir wechseln aus. Wir wechseln aus. Wir bringen Gregoric. Wir bringen Shiplock. Wir bringen Stieber. Wie oft kann man denn wechseln? Ich bringe... Probieren Sie es einfach mal. Okay, wir können auf jeden Fall 6-mal wechseln, da es natürlich ein Freundschaftsspiel ist, können wir die ganze Mannschaft durchwechseln. So, Katscha darf auch nochmal ran. Haben wir jetzt noch jemanden? Rudnevs. Der muss einfach ein bisschen weiter nach vorne, mach ihn zur hängenden Spitze. So, jetzt ist jeder auf dem Platz. Gut, wir haben die ganze Mannschaft durchgewechselt und weiter geht's.
theoretisch schon auf jeden Fall so ein Panzer da vorne. Vom Flügelspieler hätte ich gar nicht so erwartet. Und das war Pech, dass wir den Ball nicht kriegen. Aber hier kriegen wir ihn dafür. Stieber. Ah, Abseits. Abseitsposition. Aber schön gedacht. Wieder der Pass zum Torwart. Diesmal hat es wieder geklappt. Schön jetzt. Schön gesehen. Und ein Schuss endet in einem Freistoß. Jetzt bräuchte man eben jemanden, der auch Freistöße schießen kann. Und da haben wir da jemanden? Schieber ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ah, Holtby könnte es auch noch probieren. Wir lassen Holtby mal schießen. Mein Gott, für was hat man die Linie? So. Oh je. Oh je, da brauchen wir auf jeden Fall noch jemanden, der das kann. Denn das wird wahrscheinlich noch einige Chancen geben, die genau so laufen werden. Oh, schön gemacht! Und dass der Ball da nicht reingeht, ist wirklich bitter. Nicht richtig getroffen. Und so geht der Ball leider nicht ins Tor. Palermo stellt sich jetzt nicht hinten rein, sondern spielt weiterhin nach vorne. Und das machen sie auch gar nicht mal so schlecht. Wir gehen jetzt mal volle Offensive und das könnte jetzt sogar belohnt werden. Jetzt schöne Kombination, Shiplock. Kommt da nicht vorbei. Die Ansätze in dieser Mannschaft sind auf jeden Fall da. Aber die Umsetzung ist da nicht so wirklich gut. Jetzt Holtby. Lewis Holtby, schönes Ding! Wunderschön gemacht hier die Ablage. Und dann der Schlenzer ins linke untere Eck. Herrlich gemacht. ...1-1... in der 70. Minute. Mo Gregoritsch geht er plump in den Zweikampf. Nächster Angriff Palermo. Oh, suchen die Mitte. Spielen immer wieder über die Außen in die Mitte. Jetzt wieder auf die Außen, dann wieder in die Mitte. Jetzt wieder auf die Außen und dann ist der Ball weg. Und jetzt bietet sich für uns die Kontermöglichkeit. Stieber. Lieber. Gute Flanke. Aber der Kopfball nicht ganz ideal. Kein Foul, alles klar.
Flanke kommt rein, Giroud klärt. Alles gut. 10 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Eckball. Gut gemacht. Und da ist das Tor. Aber es ist abseits. Puh. War nämlich wirklich gut gemacht. Da hätte man sich nicht beklagen dürfen, wenn der Ball ins Tor geht. Und die Fans peitschen uns jetzt nochmal nach vorne. Vorteil für den Gegner, alles klar. Oh, aber der Ball ist zu weit vorgelegt worden. Noch ein paar Minuten auf der Uhr, nicht mehr viel zu spielen. Vielleicht noch eine oder zwei Möglichkeiten für uns. Gacha schlägt den Ball jetzt weit nach vorne auf Stieber. Herrlich angenommen. Aber der Rest war dann nicht wirklich toll. Aber die Kartoffel ist noch heiß. Wieder Holpi, wieder aus der zweiten Reihe. Wieder der Schlenzer und abgefälscht. Gibt einen Eckball. Oh, der Torwart boxt das Ding da aus dem Stadion. Das war nicht gut gemacht. Nicht gut gemacht. Kontermöglichkeit. Kontermöglichkeit. Da wird am Trikot gezogen und gezerrt und sie fallen beide hin. Oh, schöner Kopfball. Gib nochmal Eckball. Kein Problem für René Adler. Das Spiel geht 1-1 aus. Und ja. 23 Minuten geht die Folge gleich. Ich beende den Part hier einfach mal. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Vielleicht zum Finale. Wir wissen es nicht. Bis dann. Ciao.